Hallo, liebe Freunde von überall und irgendwo. So, heute war ja eigentlich der große Streaming-Tag angesagt. Wie ihr seht, haben wir jetzt 8:30. Hat also nicht so wirklich geklappt mit dem Plan. So, kurz Update, was Streaming angeht. Das mache ich auch heute nicht. Das mache ich auch relativ einfach. Für die Leute, die das wissen, dass ich morgen einen ganz frühen Wrestling-Termin habe. Also ich bin übrigens euer Mr. Wender 1974, falls irgendeiner denkt, dass auf meinem Kanal nicht mein Content ist. Gut, nach Artikel 11, 12, 13 nicht unwahrscheinlich, aber ihr wisst das, glaube ich, was ich meine. Nein, Spaß beiseite. Ihr wisst ja, dass ich morgen eine Kurzveranstaltung oder eine Morgen-Frühveranstaltung von Wrestling habe. Wrestling Kult, die starten um 10 und das dürfte so zwischen 12 und 1 gehen. Und dann dürfte ich wahrscheinlich mit Zug und was weiß ich nicht alles irgendwie vermutlich wahrscheinlich wieder in der großartigen Heimat so irgendwann 17 Uhr sein. So, dann würde ich morgen Abend kurz ein Update geben, ob wir Sonntag streamen können oder nicht, weil das kläre ich gerade noch. Das hängt nämlich noch von anderen Faktoren ab, weil dann können wir nämlich am Sonntag auf jeden Fall uns, ich sag mal, damit wir erstmal eingrooven, irgendwie eine Stunde Larry machen. Und dann machen wir definitiv dann LAO Secret of Mana, mindestens 2 Stunden. Und das kriegen wir schon hin. Notfalls fange ich dann irgendwie was weiß ich früher an oder wir fangen mit Secret of Mana an oder irgend so was. Ich guck mal. Oder wir machen nur was weiß ich, 1-2 Folgen Larry oder wir machen was ganz anderes zum Eingrooven. Irgendwas. Also wichtig ist aber erstmal, morgen Abend kann ich euch sagen, was überhaupt mit Sonntag ist. So. Und dann planen wir weiter. So, jetzt mache ich aber dieses Kurzvideo auch aus dem Grund, damit ihr mal ein bisschen Updates bekommt. Der Vorverkauf der Karten für, ich spreche, als hätte ich in meinem ganzen Leben heute nicht gesprochen. Der Vorverkauf der Karten für die Gamescom, ja, jetzt gehe ich in meinen Jan Hofer Gedächtnismodus, hat gestartet. Wie ich erfahren habe, habe nicht nur ich Karten für den Mittwoch, sondern der großartige Alpha Schief auch. Das heißt, ich werde gleich in einer halben Stunde das ist dann 21 Uhr für die Leute, die das jetzt nicht sehen, gleich nochmal abstimmen, was das heißt, ob wir uns da committen, ob wir da irgendwelche Sauereien auch zusammen machen. Ich werde dann auch bis dahin versuchen, dass wir mal andere Leute, die am Mittwoch da auch rumrennen, auch mal wieder irgendwie zusammenkriegen. Damit wir mal ein bisschen wieder das Retro-Feeling mal ein bisschen wiederbeleben. Es ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen, habe ich so das Gefühl. Das kläre ich dann auch ab. Das ist kein Thema. So, das ist der eine Punkt. Das ist, also wie gesagt, Kartenvorverkauf, Gamescom ist gestartet. Ich Mittwoch da. Alles weiter kommt Zug um Zug. Ich werde also auch nochmal ein Video machen von meinen Terminen und sonstiges. Ich werde sie dann auch dementsprechend da wieder dranhängen, so wie ich es in den Streams letztes Jahr ja auch hatte. Das werden wir auch nochmal machen, damit also jeder, falls tatsächlich irgendeiner mir persönlich über die Nase laufen will oder mir persönlich meine Nase einschlagen will, auch weiß, wann er das kann. Und dann, oder beziehungsweise Achtung, es ist ja heute Weltfrauentag, er, sie, es und divers. Grüße an Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. Wenn ich schon politisch korrekter bin als Sie, sollte man vielleicht über Gags manchmal nachdenken. Egal. So. Gamescom Vorverkauf hat gestartet. Was ich euch aber auch noch erzählen will, und das ist eigentlich das viel Interessantere, da gehe ich nämlich jetzt mal einfach auf die Seite. Das seht ihr nämlich jetzt, wenn ihr jetzt auf das Bild guckt, was jetzt auch aktualisiert ist. Es gibt noch auf der Seite der Retrobörse keine neuen Termine. Ich habe aber heute eine Mail bekommen, die diese Termine spoilt. Ich weiß noch nicht, warum sie das noch nicht auf die Website gehangen haben. Vielleicht ist da noch irgendwas mit Fragezeichen, aber egal, wie stand heute Mittag wurden Termine bestätigt. Ich guck mal gerade, ob da irgendwas steht, was deckungsgleich ist. Ja, Hamburg ist deckungsgleich. Genau, was da noch nicht steht, genau. Das wird den Axel Z interessieren oder den Starkiller oder den Lord Cassius und ihr wisst schon. Also, jetzt kommen für die Leute, das wird auch den, ich sag mal, sicherlich auch den Retro Game Lord interessieren. Der nächste Termin für Bochum-Falkenheim steht fest, das wird der 6.4. sein. Ja, das merkt euch bitte mal. Dann kommt in Unterhaching am 11.5., also in der Ecke von München, die nächste Retrobörse. Und am 1.6. kommt dann schon Altenberg-Oberhausen.
wo ich morgen lustigerweise eben beim Wrestling auch bin. Deswegen, das ist kein Thema. Das für euch als Info. Also, merkt euch, 6.4. Bochum. München ist für mich wahrscheinlich am 11.5. uninteressant. Das kann ich, glaube ich nicht, dass man das irgendwie hinkriegt. Also aktuell würde ich sagen, dass das nicht möglich ist. Und schließlich am 1.6. Oberhausen. Was dann auch noch bei der Gamescom ist, das will ich jetzt noch nicht spoilern. Da plane ich gerade, dass ich vielleicht in der Woche auch endlich mal das Spielemuseum in Berlin anplane. Das könnte dann für die Leute interessant sein, die aus der Gegend kommen, wenn man da mir auch über den Weg laufen will. Dann tauche ich in Berlin auf, aber das nochmal am Rande. So, das ist eigentlich das, was ich euch nur kurz und knapp erzählen wollte. Unterlegt mit der großartigen Soundtrack von Metroidvania. Also, ich wiederhole nochmal. Bochum 6.4. und Oberhausen 1.6. Relativ kurz hintereinander. Aber warum nicht? Und ich vermute mal, dann wird Bochum nochmal irgendwann September, Oktober sein. So ungefähr. Das ist kein Thema. Aber auf jeden Fall, die Termine sind da. Falls noch irgendeiner jetzt Termine hat von belgischen und niederländischen Messen, das ist ja so ein bisschen so das Thema, was immer die Schattennase hat. Gerne auch her damit. Und falls ihr schon Termine habt für die Pixelbörse in Düsseldorf, das kann man dieses Jahr auch mal versuchen, dass man das schafft. Das habe ich letztes Jahr nicht schaffen können. Die könnt ihr mir dann auch mal reinhängen. So, das jetzt hier sozusagen auf Twitch und ich schmeiße das gleich rüber auf YouTube. Und wie gesagt, falls jetzt irgendeiner sagt, warum kommt morgen kein Video, ich bin morgen ab 7 Uhr morgens unterwegs. Das heißt also, wenn ihr mich dann morgen Nachmittag hört, da werde ich keine Chance haben, bis dahin irgendwie was uploaden zu können. Aber wenn es so ist, dass der Sonntag, relativ ruhig wird, dann werde ich da auch uploaden können für die nächste Woche und wir können auch streamen. Aber das, wie schon gesagt, morgen Abend. So, ich bin euer Mr. Wende 1974, macht keinen Scheiß. Ich quatsche jetzt gleich mit dem Alpha schief, die alte faule Birne und dann gucken wir mal. Ich guck mal, ist irgendeiner, da ist tatsächlich jemand im Chat. Alter, was ist denn hier los? Moment, jetzt wisst ihr, ich muss ja mal tatsächlich die Twitch-App starten. Aber wahrscheinlich, das kann doch wahrscheinlich nur der Alpha schief selber sein. Das nehmen wir jetzt noch rein. So, das habt ihr jetzt davon. So, wenn die Twitch-App gestartet ist, musst du mal Hallo sagen. Es kommt bestimmt wieder irgendeine beschissene Amazon Prime-Werbung. Richtig. Oh, PlayStation. PlayStation. Was ist das denn für ein tolles Game? Wie wird denn da Werbung gemacht? Ist das Wreckfest oder was? Cool, was läuft denn? Welches tolle Game läuft denn bei mir als Werbung davor? Call of Duty Black Ops 4. Ja, richtig. Das ist natürlich, muss ich sagen, genau der Kanal, wo COD-Werbung platziert werden müsste. Der Laqualaf, die alte Nuss. Okay, du bist der Einzige im Chat, dann kriegst du jetzt sozusagen eben die Geschichte, die ganz wichtig ist. Also, ich wiederhole nochmal für dich, falls das zeitlich für dich interessant ist. 6.4. Bochum, Retrobörse und Oberhausen ist 1.6. So, ansonsten sehen wir uns und hören wir uns morgen auf jeden Fall wieder und macht keine Schweinereien. Ich tue es im Allgemeinen auch nicht. Bis dann. Tschüss.